Wenn eure Bremsbeläge abgefahren, verglast oder mit Schmierflüssigkeiten wie Öl vollgesogen sind, dann kommt ihr nicht drum rum, die Beläge an eurem Fahrrad zu wechseln. Das Gute daran, das ist eines der Reparaturen, die ihr auch selbst an eurem Fahrrad vornehmen könnt. Und wie? Das zeige ich euch jetzt. Dafür bauen wir als erstes mal das Laufrad aus. Falls es bei einigen an dieser Stelle schon hapert, ihr findet ein passendes Video dazu auf meinem Kanal. Wir machen das Ganze übrigens an einer hydraulischen Scheibenbremse von Shimano, das ist aber markenübergreifend eigentlich die gängigste Form. Als nächstes entfernen wir den Splint. Bei nicht verschraubten Varianten, wie in meinem Fall, wird er einfach gerade gebogen und herausgezogen. Es gibt aber auch verschraubte Modelle, dafür benötigt ihr einen Inbus, um diesen zu entfernen. Wenn der Splint entfernt ist, könnt ihr die alten Beläge nach unten herausziehen. Jetzt solltet ihr einmal die Bremskolben im Bremssattel resetten. Das klingt jetzt viel komplizierter, als es ist. Es werden einfach nur im Inneren die Kolben zurückgedrückt. Das erleichtert nämlich das Wechseln der Beläge und das spätere Einstellen. Dafür nimmt man im besten Fall einen Bremskolbenspreizer. Den haben die meisten aber sicher nicht zu Hause. Alternativ tut es in diesem Fall aber auch ein Pfannenwender, zum Beispiel aus Holz. Viele nutzen hier auch einen Schraubenzieher, würde ich aber eher nicht empfehlen, da dieser Bremskolben auch beschädigen kann. Ist jetzt auch bei meinen Schnullikolben nicht so relevant. Wer von euch aber Keramikkolben fährt, der sollte immer einen fachgerechten Bremskolbenspreizer nutzen, da die Keramikkolben sonst zerbrechen können. Nun können wir die neuen Bremsbeläge einsetzen. Dabei bitte darauf achten, dass ihr nicht die Oberfläche berührt, sonst habt ihr wieder Fett auf den Bremsbelägen. Beim Einsetzen des Splints bitte darauf achten, dass ihr, ich sage mal, durch alle Löcher fädelt. Denn wir wollen ja nicht, dass die Beläge während der Fahrt rausfallen. Beim Kauf der neuen Bremsbeläge sind eigentlich nur zwei Dinge zu beachten. Zum einen sollten sie die gleiche Form haben wie eure alten Beläge. Und zum anderen könnt ihr zwischen 2 bis 3 unterschiedlichen Materialien wählen. Die gängigsten hier sind einmal Resin, das sind organische Bremsbeläge. Und das andere wäre Metall, das sind gesinterte Bremsbeläge. Auch hier solltet ihr euch für das entscheiden, was ihr bereits vorher gefahren seid. Bevor wir gleich das Laufrad wieder einsetzen, säubern wir noch kurz mit Hilfe eines sauberen Tuchs und Bremsenreiniger die Bremsscheibe. Danach könnt ihr das Laufrad wieder fest am Fahrrad montieren. Jetzt drehen wir das Fahrrad um und pumpen einmal im Stand nach, damit sich bei euren hydraulischen Bremsen die Bremsflüssigkeit wieder gleichmäßig um die Kolben verteilt und ihr den ursprünglichen Druckpunkt wieder erlangt. Abschließend nochmal die Lauscher ans Rad und hören, ob es irgendwo schleift. Durch das Resetten der Bremskolben am Anfang solltet ihr hier eigentlich nichts mehr hören. Falls ihr aber ein ganz leichtes Schleifen hört, das ist an der Stelle aber auch noch normal, das sollte sich beim Fahren dann legen. Falls übrigens eure Scheibenbremse quietscht, obwohl die Beläge gar nicht abgefahren sind, dann habe ich hier schon den passenden Bikehack für euch. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung und sonst folgt mir gern für weitere Tipps rund ums Fahrrad.